Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal. Die Aufnahmesession geht weiter und zwar heute mit The Journey, die vierte Episode von unserer Karriere mit Alex Hunter beim FC Arsenal. Wenn es euch gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung ist der Link zum Merch, zu Hashtag Herrlichshirts unter anderem. Checkt das auf jeden Fall ab, da sind auch Social Media Links und zu IG Vault kommt da auch. Rabattcode MaxGamingTV, 6% auf eure Coins. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das mal auschecken würdet. Wir machen heute weiter mit unserem Kumpel Gareth Walker in Vancouver und wir spielen gegen den BVB. Das wird auf jeden Fall interessant, würde ich sagen, und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Der Like, ihr wisst, es ist das Wichtigste. Anregungen und Wünsche in die Kommentare und damit legen wir los. Auf geht's. Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Freunde, wir stehen in der Startelf. Wir haben einige Follower und wir sind in der Tabelle immer noch Erster mit 0 Punkten. So ein Arschloch. Oh Mann, Charlie Wyatt, ich hasse dich. Wir spielen unser erstes Spiel von Anfang an als Alex Walker in der Sturmspitze. Und natürlich nur als Alex Walker. Mal bin ich gespannt, wie das werden wird gegen Dortmund. Schöne Balleroberung. Gewonnener Zweikampf, das ist schon mal gut. Und jetzt das Passspiel. Ah. Dann bleibt er verletzt liegen. Mach doch nicht sowas, bitte. Warum hat Emre Mor hier lange Haare? Das war keine schlechte Passansage, das war ein schlechter Pass. Da kann ich doch nichts für. Ah, da wäre fast die erste dickere Gelegenheit gewesen. Ich glaube übrigens, ich stelle das Ganze mal auf Weltklasse runter, weil sonst sehen wir hier erstmal gar keinen Stich. Dafür bin ich noch nicht gut genug in FIFA 17, beziehungsweise noch nicht genug drin in FIFA 17. So, jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit. Jetzt der Pass auf Gareth Walker, der war ja total beschissen. Oh, Emre Mor hat die Gelegenheit und macht nicht das Tor. Emre Mor macht nicht das Tor. Kleiner Freestyle. Och Mann, verstehe ich nicht, wirklich nicht. Warum bricht er dann so nach rechts aus, obwohl ich das nicht gesteuert habe? Erste Halbzeit war echt scheiße. Also wir haben gar keinen Stich gesehen, aber unser Team allgemein nicht. Alex Hunter, oh Gott, was war das denn für ein Abschluss? Was ist denn los momentan? Och Gottes Willen, guck dir das mal an, das ist ein Sitter, den musst du machen. Schöner Pass raus auf Iwobi und der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Was er daraus macht, ist die Frage, warum denn Pass? Egal, Tor, jawoll! Da kommen wir reingerutscht und da machen wir die Bude. Vielleicht lassen wir doch auf Legende. Natürlich jetzt ein bisschen sehr optimistisch, aber scheißegal, das Tor ist da. Sehr schön selbst eingeleitet, dann in die Mitte und dann reingestochen in diesen Pass hier, zack. Und dann unter dem Keeper durch, 1-0, richtig gut. Und passenderweise werden wir direkt ausgewechselt, na das ist doch super. Sanchez und Giroud kommen für mich und Ainsland, Maitland-Niles, wer auch immer das ist. Passt doch aber, ist doch in Ordnung. Wir gewinnen das Spiel mit 1-0 gegen Dortmund, genauso wie wir 1-0 gegen PSG gewonnen haben. Das ist doch sehr schön, jetzt geht's gegen Real. Das ist meine Ansage. Startelf-Bonus, Torschützen-Bonus, jawolski, kriegen wir auch noch oben drauf. Und das macht insgesamt 18.200 Pfund, sehr geil. Und unser Rating steigt auf 62. Yay. Wir holen uns immer 5-Star Weakfoot. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Weakfoot ist das Wichtigste eigentlich überhaupt im Fußball. Diese Twitter-Sachen finde ich irgendwie extrem geil, aber dieser Danny Williams, der fuckt mich ja so ab. Oh, alleine The Williams. Ja, wahrscheinlich. Kein Mensch weiß, wer du bist. Heute erstmal nur auf der Bank, aber ist auch in Ordnung. Wir spielen übrigens in Seattle. Wir sind wieder ein bisschen rumgereist und spielen im Century Link Field, was richtig geil ist. Da sind wir wieder. Unser Einsatz. Beeindrucke den Boss. Günstige Gelegenheit, hol mindestens 2 Chancen raus und gewinne das Spiel. Gegen Real auf Legende. Ja. Vielleicht schauen wir die 7,0. Oh, schön gemacht das Ganze. Schieß, mein Junge, schieß. Ah, schade. Da haben wir ja fast noch rangekommen. Übrigens, ich finde das mit diesen schwachen Passansagen doof. Teilweise mag das ja sein, ne? Aber teilweise ist auch so... Oh, und da ist die Chance. Schade. Teilweise ist aber auch so, man sagt einen Pass an, der spielt ihn scheiße und du kriegst dafür Minuspunkte. Das verstehe ich halt nicht, weil da kann ich ja nichts für. Oh, schöne Gelegenheit mit dem starken linken Fuß, den wir jetzt haben, aber leider drüber. Raus auf links. Ach Mensch, Leute, warum vertändelt ihr das Tempo so? Wahrscheinlich war mein Stellungsspiel jetzt wieder schlecht. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Einfach links raus und dann wäre die dicke Chance da gewesen wahrscheinlich. Oh, das ist so schwach. Das ist so schwach. Und Gott sei Dank schießt Morata daneben. Heieiei. Oh, Menschenskinders. Wie oft soll man euch sagen, dass ihr passen sollt, bis ihr es endlich mal macht? Meine Güte nochmal. So, jetzt raus. Ah, okay, okay. Ja. Hätte besser laufen können.
Leute, nach vorne. Kann ich gar nicht leiden. Wieso spielen die alle hinten rum? Meine Güte nochmal. Wir sollen doch nach vorne. Wir sollen doch gewinnen. Oh, El Neni, Alter. Schön dazwischen gegangen. Kriegen die mal Punkte für. Was soll denn sowas? Ich habe leider absolut keine Energie mehr. Deswegen könnten sie jetzt einfach mal ein bisschen warten. Oder den Ball flach in den Rückraum spielen. Oh, was ist das für ein Pass, Alter? Was für schwache Passansage. Das war keine schwache Passansage. Das war einfach ein Scheißpass. Da kann ich doch nichts für. Ich kann Flanken doch überhaupt nicht ansagen, oder doch? Das verstehe ich nicht. Beim besten Willen nicht. Und vor allem verstehe ich nicht, was Arsenal hier spielt. Das ist nicht gut, was die machen. Gar nicht gut. Ein bisschen Nachspiel, nee, haben wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die zwei Chancen rausgespielt habe. Ich hatte selber eine. Ich weiß nicht, ob das andere als eine gezählt hat. Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Also das war wirklich ein richtiges Scheißspiel. Aber es war halt auch gegen Real Madrid auf Legende. Muss man ja auch mal dazu sagen. Geht definitiv besser, aber war jetzt in meinen Augen auch nicht so schlecht. Für das schlechte Rating in gewisser Weise kann ich so gesehen nichts. Ja. Was soll man machen, ne? Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Danke, James. Wenigstens einer. Hey, wir haben unseren Marktwert gesteigert und wir haben ein paar Follower dazu gewonnen. Nee, wir haben ein paar verloren. Okay, ja, gut. Aber unser Marktwert ist gestiegen, das ist ganz schön. Und zwar haben wir jetzt 5,1 Millionen Marktwert. Pfund natürlich, muss man dazu sagen. Das ist in Ordnung. Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi, did alright out there, didn't we, mate? Oh, they definitely know who we are now. They're probably gonna want to buy us. I'm buying too. PSG as well. Maybe they'll start a bidding war. Yeah, for me. You just be, Mike White. Yeah. In your dreams. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you, we're gonna take those Prem defences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. Hope the gaffer thinks we deserve a chance after this tour. Of course we deserve a chance. Ain't a defence out there that can cope with us, bruv. Your confidence is admirable, but your maths, not quite so much. You what, Sarah? By my calculations, only one of our first choice strikers is currently injured, and two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Snap. Ja, gute Antwort. Wir wissen ja, dass Gareth noch zum Arschloch wird, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange die Episode schon ist, aber wir haben Training und das müssen wir natürlich mitnehmen, ist ganz klar. Und deswegen machen wir das auch. Heute ist Schusstraining auf dem Programm. Also bitte, war der zweite Versuch, aber ist egal. Nehmen wir mit. Und ich hoffe, ich habe Musik hintergelegt. Ich weiß noch nicht genau, aber wir setzen fort. Gottes Willen, war das Kacke, Alter. Scheiße. Nur ein D. Oh, nee. Und das im Lupfen. Oh, war das bitter. Da war die erste sogar noch gut gegen, ey. Oi, mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? Look, have you seen it? It was in my bag. No,
Oh. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Oi, we made the squad, bro! Yeah! Get in! Yes! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do myself. I can't believe it. I can't believe it! Schon irgendwie niedlich, ne? Und in der nächsten Episode geht's dann weiter mit dem Spiel gegen Liverpool. Das erste Spiel als Profi in der Premier League für Alex Hunter und Gareth Walker. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Episode gehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt die Links in der Beschreibung. Passt auf euch auf, macht's gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.